liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Norco, ihr Lieben. Und jo, willkommen hier zurück vor die Floodgate Tavern. Wir waren ja drin, haben interessante Gespräche geführt. Wollten hier nochmal so ein bisschen unsere Mindmap aktualisieren. Wir haben ja so neue Sachen in Erfahrung gebracht. Also den Duck müssten wir besuchen. Das war so ein Freund von unserer Mutter. So ganz genau können wir uns an ihn noch nicht erinnern. So, jetzt schauen wir mal, was es Neues über Blake gibt. Dein Bruder kam nie in der Floodgate Tavern an. Erika sagte, dass Blake gestern Abend auf dem Weg zur Floodgate Tavern war. Der Barkeeper Goose sagte, dass Blake nie aufgetaucht sei. Dein Bruder. So, das ist so die neue Info dazu. Wir haben auch zu Dimes eine Info. Dimes ist das Viertel entlang des Zauns des Shield-Chemiewerks. Duck lebt dort. Okay, dann haben wir hier Thomas St. Clair. Thomas St. Clair ist Laura St. Clairs Vater und der wohlhabende Gründer von Clair Bionics. Ein Startup rund um das maschinelle Lernen. Laura St. Clair ist die Regionalchefin von Shield Oil. Ihre Rolle ist nicht klar. Der Vorstand würde sie gerne ersetzen, fürchtet aber den Einfluss ihres Vaters. Und sie ist an unserer Mutter interessiert, wahrscheinlich wegen der Nachforschung, die deine Mutter anstellte. Gedanken vollenden. So, dann gucken wir mal hier. Dimes ist wo? Hier, okay. Da schauen wir gleich mal hin. Nee, Moment. Kann ich hier nochmal kurz raus? So. Hier ist noch was. Also ich, ne? Ja, Blutlinie. Aha. Ein alter Mann in Norco namens Pawpaw hatte Wahnvorstellungen über deine Mutter. Aufgrund ihrer Abstammung war er davon überzeugt, dass sie eine Nachfahrin von Jesus Christus sei. Sehr interessant. Er hat einmal einen Ziegel durch ein Kirchenfenster geworfen. Okay. Zum Million, ja. Wir müssen einen Weg in die Raffinerie finden. Ja, Shield hat ein paar Dinge gestohlen, die deiner Mutter gehörten. Wir können versuchen, allein in die Raffinerie einzusteigen, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen würden. Lass uns fragen, ob uns jemand hilft. LeBlanc hat vorgeschlagen, Duck zu besuchen. Das ist ein guter Rat. Wir sollten ihm in Dimes einen Besuch abstatten. Vielleicht weiß er, wie wir in die Raffinerie kommen. Ein Flüchtling versteckt sich in der Batur. Ja, er wurde in den Nachrichten erwähnt, angeblich ein Ölpirat. Was ist mit ihm? Gibt es viele Ölpiraten wie ihn? Immer mehr. Das Pipeline-Netzwerk in dieser Region wird kaum überwacht. Clair Bionics und andere arbeiten an neuen Technologien, um das Problem zu lösen. Wo ist die Batur? Die Batur verläuft entlang des Mississippi in der Nähe von Dimes Discount. Vielleicht kann er uns helfen, bei Shield einzudringen. Das könnte sein. Pegasus, so. Ein Flüchtling versteckt sich in der Batur. Okay. Beenden. So, dann. So, entschuldigt. Dann würde ich doch mal sagen, dass wir nach Dimes fahren. Oh, okay. Zugebreddert hier alles. Das Chemiewerk von Shield ist nicht weit vom Haus entfernt. Das Haus ist teilweise vernagelt. Du nimmst an, dass es die Überbleibsel der Vorbereitung auf einen Hurricane sind, die danach einfach so gelassen wurden. Oh. Dunkel hier? Oh! Alter, der sitzt... Okay, der war krank, sitzt hier mit Sauerstoffflasche, aber war schon so ein bisschen... Hui, okay. Das ist der Duck anscheinend.
Duck, ihr seid nicht die Ersten, die hierher kommen und bei mir im Dreck wühlen. Seit den Entschädigungszahlungen denken die Leute, dass hier niemand mehr in der Gegend wohnt. Sie suchen nach Kupfer. Aber du würdest sowas nicht machen, Kay. Du bist nicht wie dein Bruder. Wie ist es dir ergangen, Duck? Wie es mir ergangen ist? So wie es aussieht? Ich habe mit dem Headdrive Scheiße gebaut. Dabei wollte ich einfach nur keinen Ärger haben, bis ich abdanke. Tja. Du hast deine Entschädigung erwähnt. Es muss dir doch aufgefallen sein, die Häuser sind alle weg. Die Leute haben ihr ganzes Leben gegen S.H.I.E.L.D. angekämpft. Nach der letzten Explosion war das Momentum für einen Augenblick auf ihrer Seite. Die Zeitungen ließen S.H.I.E.L.D. schlecht aussehen. Aber verdammt nochmal, wir waren zuerst hier. Und als S.H.I.E.L.D. kam, fingen wir an zu leiden. Die Gaslecks, der Lärm, die Explosion. Ich kann im Garten kein Gemüse anbauen. Es wächst einfach nicht. Ich wollte nie wegziehen. Hab aber trotzdem mitgeholfen, Stimmen zu sammeln. Wenn S.H.I.E.L.D. nie gekommen wäre, dann wäre mein kleines Stück Land jetzt einiges wert. Sie haben uns zwar einiges an Entschädigung geboten, aber es wäre heute viel mehr wert, wenn sie nie gekommen wären. Ich habe auf ihr Angebot geschissen. Ich hätte klagen können, nachdem Reese gestorben war. Aber ich hatte einfach nicht die Kraft dazu. Jetzt bin ich der letzte Einwohner von Dimes. Tja. Tut mir leid, das mit Reese. Das ist Vergangenheit. An den meisten Tagen weiß ich nicht mal mehr, wie er überhaupt aussah, wenn ich ehrlich bin. Wenn du das Formular in der Headdrive-Klinik ausfüllst, wirst du gebeten, Erinnerungen aufzuschreiben. Kontrollpunkte nennen sie die. Vor Jahren konnte ich nicht mal seinen Namen schreiben. Es hat zu weh getan. Ich habe meine Erinnerung an ihn gelöscht. Zuerst habe ich es bereut, aber inzwischen bin ich froh darum. Es wäre um einiges schlimmer, wenn dieses Monster einen Teil meines Jungen in sich hätte. Headdrive? Ich habe das Monster entfesselt. Superduck. Es nennt sich so, nur um mich zu ärgern. Es ist meine Schuld, die Firma, die das für mich gemacht hat. Ich hätte es von Anfang an wissen müssen. Die arbeiten nur nachts. Später habe ich herausgefunden, dass sie nicht mal eine Lizenz haben. Deine Mutter war für Iris in derselben Klinik. Ich hatte noch versucht, sie zu warnen. Der Schrott in meinem Gehirn. Er fängt an zu lachen. Er fängt an zu lachen. Breitet sich aus wie ein Virus selbst in den Bäumen. Meint er diese Klinik da? Ich habe deiner Mutter geraten, sich da rauszuhalten. Sie hat erwidert, dass es über das Radio mit ihr spricht. Dann macht das Radio aus, habe ich gesagt. Sie hat nicht auf mich gehört und nicht mehr auf mich reagiert. Das Monster hat wohl zu viel Geld. Catherine wollte dir nicht ihre Schulden überlassen. Tja. Du hattest also Kontakt zu meiner Mom? Bis zum Ende, Kay. Sie lebte, als wäre sie nicht krank. Sie hat nie aufgegeben. Aber ich konnte sehen, wie es ihr zu schaffen machte. Der Krebs hat ihrem Körper zugesetzt. Es fing in ihrer Leber an. Sie haben ihn dort beseitigt, in der Hoffnung, dass er nicht mehr wiederkommt. Aber kurz darauf fanden sie auch etwas in ihrer Lunge. Sie war noch immer überall unterwegs, ging den Airline Highway auf und ab wie eine Obdachlose. Ich nehme an, sie dachte, dass er verschwindet, wenn sie ihn ignoriert. Aber so war es nicht. Bei mir ist der Krebs nie wieder weggegangen. Ich habe immer wieder Wundestellen und jeden Tag Krämpfe. Ich behalte nichts bei mir. Ich habe versucht, ihr das zu sagen. Catherine, das geht nicht von alleine weg, habe ich gesagt. Aber glaubst du, sie hat auf mich gehört? Als dann auch ihr Kopf befallen war, ging nichts mehr. Keine Arbeit, gar nichts. Aber da hatte sie mich schon satt. Hat nie wirklich Frieden gefunden, bis sie in diesem Mausoleum bei deinem Vater landete. Es tut immer noch im Herzen weh, wenn ich daran denke. Aber was will man tun? Seinem Schicksal kann man nicht entkommen. Tja. Ich habe noch ein paar Fragen über meine Mom. Dieses Monster. Meine Mom hat dafür gearbeitet. Ich hasse es, daran denken zu müssen. Es weiß, dass ich hier langsam sterbe, während es immer größer wird. Riesige, ekelhafte, toxische Vögel.
die überall in der Gegend aus dem Boden kommen, mit Zähnen und Händen und dem ganzen Scheiß. Unglaublich, da dreht sich mir der Magen um. Aber weißt du was? Ich bin nicht der Erste, der stirbt, oh nein. Es hat deine Mutter in den Wahnsinn getrieben. Sie hat mir die Einzelheiten nicht erzählt. Ich bekam aus ihr irgendwann keinen Ton mehr heraus. Warst du auf der Beerdigung? Ich wollte hingehen. Ich habe meinem Patenkind Bescheid gesagt, damit ich abgeholt werde. Aber als der Tag dann kam, konnte ich keinen Fuß vor den anderen setzen. Ich habe von einigen Leuten gehört, dass es sehr schön war. Obwohl sie so viele Brücken abgerissen hatte, redeten die Leute gut von ihr. Sogar ein paar ihrer Kollegen aus der Universität schauten vorbei. Die Leute, die sie rausgeworfen hatte. Ich weiß, das hätte sie angekotzt. Sie wurde mit dem kleinen, unechten Ring begraben, den sie immer um den Hals getragen hatte. Sie sagte, er erinnere sie daran, wer sie war. Ich nehme an, sie wollte ihn dir schenken, aber du warst nicht da. Und Blake, tja, er hätte ihn an jeden verpfändet, der dumm genug wäre, ihn zu kaufen. Tja. Den Ring, den sie um den Hals trug, war nicht echt. Kennst du die Geschichte gar nicht? Sie ist fast schon lustig, wenn sie nicht so traurig wäre. Dein Großvater wollte beweisen, dass er königlicher Abstammung war. Also brach er bei einem Pfandhaus im Airline Highway ein und stahl den größten Rubin, den er finden konnte. Er erzählte allen, dass der Stein aus der alten Welt stammte. Dass er von Frankreich zunächst nach Nova Scotia und schließlich dann Mississippi hinunterkam. Tja, das war natürlich totaler Unsinn. Er landete deswegen im Angola, obwohl der Ring nie gefunden wurde. Catherine hat ihn einmal schätzen lassen. Es ist ein kubischer Zirkon. Eine Fälschung. Der Mann hat Monate im Gefängnis gesessen für einen falschen Schmuckstein. Danach nannten ihn alle König Pierre. Sie lachten ihn so sehr aus, dass er Grevas verließ. Meine Mom wurde von der Universität entlassen? Aber ja, du warst jung. Und Blue war noch nicht lange tot. Sie hat gelogen, dass sich die Balken bogen, um diesen Job zu bekommen. Und was, es war noch nicht mal etwas Besonderes. Nur ein Community College in der Stadt. Aber so war Catherine. Sie war einfach nicht ehrlich. Ich glaube, dass Blake ihr in dieser Hinsicht ziemlich ähnlich ist. Genug über meine Mom. Wir versuchen, in die Raffinerie zu gelangen. Eine gute Idee, Kay. Wozu? Die haben Sachen von meiner Mom gestohlen. Aha. Das ist interessant. Die Regionalchefin, sie hat sich besonders für deine Mutter interessiert. Warum? Sie wollte wissen, was Catherine wusste, nehme ich an. Deine Mutter war am See unterwegs. Sie hatte gehört, dass Shield oder jemand anderes eine Art Boot da draußen baut. Sie wollte der Sache selbst auf den Grund gehen. Sie hat nichts gefunden, wonach sie gesucht hat, aber dafür hat sie etwas anderes gefunden. Million? Wirkt interessiert. Doug, erst klang es für mich, als würden ihre Medikamente ihr den Kopf durcheinander bringen, aber sie bestand darauf, dass es real war. Es war eine Art UFO. Sie sagte, dass es sie fast eine Meile lang verfolgt hatte. Jedenfalls ist die CEO von Shield etwa genauso durchgeknallt, wie es deine Mutter war. Sie muss von der Sache Wind bekommen haben. Catherine war auf ihre alten Tage vorsichtig, fast schon paranoid. Sie hatte alles Wichtige versteckt gehalten. Was immer Shield auch gestohlen hat, es war nichts von Bedeutung. Aber du willst es zurückhaben. Kannst du uns reinhelfen, fragen wir ihn. Ich werde zwar bereuen, es dir gesagt zu haben, aber ich trage es jetzt schon so lange mit mir herum. Ich weiß nicht, wie Shield es geschafft hat, aber sie haben Scheiße gebaut. Sie haben dieses Viertel über Entschädigungszahlungen gekauft. Aber seitdem bin ich hinter ihrer Firewall. Ich habe da hinten einen Computer und jedes Mal, wenn ich ihn einschalte, bin ich in ihrem System drin. Nicht, dass ich wüsste, was ich damit anfangen soll. Ich habe zwar ein bisschen rumgeklickt, aber dann kam ich ziemlich schnell nicht weiter. Ich kann kaum die Schrift auf dem Bildschirm entziffern. Der Computer steht hinten in meiner kleinen Bibliothek. Du kannst ihn dir ruhig ansehen. Aber was immer du tust, Kay, bitte sei vorsichtig. Okay, sehr interessant. Wir schauen uns mal unsere Mindmap an. Doug ist ein alter Freund deiner Mutter, der seinen Sohn verloren hatte, als eine Shield-Pipeline in der Nähe seines Hauses explodierte. Darüber haben wir ihm gesprochen mit ihm. Er versionierte sein Bewusstsein in derselben Klinik wie sie.
Sie verloren den Kontakt, bevor sie starb. Er liegt im Daim, ist im schlechten gesundheitlichen Zustand. Okay. Dein Großvater brach in ein Pfandhaus ein und stahl einen mit Juwelen besetzten Ring, um die Lüge aufrechtzuerhalten, dass er ein Nachfahre der französischen Königsfamilie war. Deine Mutter fand später heraus, dass der Rubin nicht echt war. Trotzdem trug sie den Ring bis zu ihrem Tod an einer Kette um den Hals. Sie nahm ihn sogar mit ins Grab. Der Head Drive. Deine Mutter versionierte ihr Bewusstsein in derselben verrufenen Neuralversionierungsklinik wie Duck. Das Gerät, in dem ihr Bewusstsein gespeichert ist, nennt sich Head Drive. Ah, interessant. Laura St. Clair ist an deiner Mutter interessiert. Duck glaubt, dass es mit dem Ding zu tun hat, das seine Mutter im See beobachtet hatte. Gedanken vollenden. Hier ist noch was. Ah, hier. Blue. Blue liegt in einem Mausoleum. Blue wurde nicht beerdigt, er wurde in einem Mausoleum beigesetzt. Du hast es ein paar Mal als Kind besucht. Catherine hat Blumen dorthin gebracht und gebetet. Du hast unruhig dagesessen und darauf gewartet, dass sie endlich fertig wurde. Danach schleppte sie dich immer mit in die Kirche an der River Road, damit du dort das Weihwasser berührtest. Sie sah dir zu, wie du dich bekreuzigt hast und rückte dann deine Bluse zurecht. Sie hielt dich an den Schultern, während ihr wieder aus der Kirche gingt. Millian. Es ist traurig, Duck in diesem Zustand zu sehen. Er war früher so lebhaft. Der Affe starrt weiter. So. Dann gehen wir mal in die Bibliothek. Eine Trophäe auf dem Bücherregal, auf der steht Junior Champion Reese Richard, ach, von seinem Sohn St. Charles Parish XY2B. Kisten mit jeder Menge Papieren und Zeitungsausschnitten. Man muss das mal anschauen. Du gehst einige der Zeitungsausschnitte in den Kartons durch. Die meisten beziehen sich auf die Explosion der katalytischen Spaltanlage von YX10 oder 1O. Beschreibung der Nachwirkungen der Zerstörung, der Umsiedlung der getöteten Arbeiter. Der Name deines Vaters steht auf der Liste. Eine seltsame verzierte Kiste, okay. Du versuchst die Kiste zu öffnen, sie ist verschlossen, aha. Eine Reihe von Rechnungen, Briefen und Fotos ist an das Brett geheftet. Die Fotos zeigen verschiedene Industrieanlagen und Infrastrukturprojekte in der Region. Die Geismar Aluminiumfabrik, die Getreideheber am Fluss, den Flughafentower. Im Drucker liegt ein Ausdruck mit dem Briefkopf eines Anwaltsbüros in Metairie. Brief. Mr. Richard, nach eingehender Prüfung der Umstände des Verkaufs empfehlen wir, mit der Umsiedlung fortzufahren. Shield ist rechtlich nicht dazu verpflichtet, Ihnen ein Nutzungsrecht einzuräumen. Wenn Sie Ihr Haus verlassen oder dorthin zurückkehren, kann es also sein, dass Sie dazu unbefugt anderen Privatbesitz betreten müssen. Oh Mann, ey. So. Du überfliegst die Bücher im Bücherregal. Bericht des US Army Corps über anomale Lichtphänomene. Ein Bericht der United States Army Corps of Engineers. Army Corps of Engineers über schwebende Lichtsphären, die von mehreren Augenzeugen über Camp Memory im Bonnie Carré Spillway zwischen Frühling und Sommer YX1S gesehen wurden. Nach eingehender Untersuchung des Bodens in der Nähe von Camp Memory ergab unsere Untersuchung das Vorhandensein anaerober Bedingungen, die zur Bildung eingeschlossener Gastaschen führen, die sich entzünden können, wenn sie entsprechender Hitze ausgesetzt sind. Diese spontane Verbrennung wurden vermutlich für schwebende Lichtsphären gehalten. Ja, es gibt ja immer für alles eine Erklärung, der Pigman. Manche sagen, dass der Pigman eine Art Grunge ist
und unter den Interstate-Brücken haust, die über den Lake Pontchartrain führen. Wer dem Pinkman ein Geschenk bringt, der soll der Legende nach ebenfalls ein Geschenk erhalten. Aha. Ein Hirschkopf hängt an der Wand. Aha, so, so. Ich glaube, mehr habe ich hier erstmal nicht mehr. Wir können uns mal den Rechner anschauen. Ein Computer mit einem großen Trackpad und einer Bildschirmlupe. Du fährst mit einem Finger über das Trackpad und der Computer erwacht. Auf dem Bildschirm wird der Shield-Sicherheitsterminal angezeigt. Computer benutzen. Du sitzt vor dem Shield-Sicherheitsterminal. Oha. Diese Karte zeigt, wo Shield seine Überwachungsdrohnen postiert hat. Der Eingang zur Raffinerie befindet sich in Zone A. Wenn wir uns Zugang zur Raffinerie verschaffen wollen, kann es sein, dass wir die Wächter aus dieser Zone herausbekommen müssen. Aktuell patrouillieren 3 Drohnen in Zone A. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sie in andere Zonen zu schicken. Aha. Das hier ist die Stadt, das hier ist Chemiewerk. Abwählen. Ah, es gibt so maximal Drohnen 2. Max-Kapazität. Werde ich hier noch mal eine Drohne wegbewegen, Drohne bewegen. Tank, hier ist Beckenhafenanlage umgebaute Zone, dann Tanklager, Rangierbahnhof, Lastenaufzug, Tanklager, Ufergebiet, Wohn- und Gewerbegebäude, Chemiewerk, Schildeingang und Wachhäuschen, okay. Katalytische Spaltanlage, Rangierbahnhof, Zionierungswerk. Aha, so. Drohnen bewegen. Es wurden wohl Vorkehrungen getroffen, dass keine Zone unbewacht ist. Aber vielleicht lässt sich das irgendwie umgehen. Ah, keine der Nachbarzonen darf maximale Kapazität haben, sonst schicken die da nichts hin. Okay. Hier ist noch maximale Kapazität. Ja, da auch keine Maximal. Dann werde ich mal Folgendes tun. Drohne bewegen. Also hier sind 2, hier sind 2, hier sind 2, hier sind 2. Dann. Oh. Bewegen. Bewegen wir mal eine hier hin. Kann die hier auch mal bewegt werden? Und dann nehmen wir hier noch mal Achtung, Zone A ungesichert. Die Drohnen sind nicht mehr im Eingangsbereich der Raffinerie. Ich vermute, dass das hilfreich ist. Sehr interessant, Leute. Sehr interessant. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir uns da Zugang verschaffen können. Das machen wir dann
Aber ab der nächsten Folge, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.